Herzlich willkommen zur weiteren Folge für Karte Eng und Thüringen. Wir machen heute Holz. Zurzeit haben wir früher Sommer. Nachts um 9:30 Uhr. Gehen wir nochmal 5. Ich hatte kurz hier Kaffee gemacht. Das heißt, ich läuft gerade durch. Das ist ein Timer drüben, richtig. Und wird die Endlosfolge, das machen wir früh. Das wollen wir ja nicht. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Habe ich in der vorigen Folge vergessen. Von mir normal. Ich denke noch nicht mal an alles. Aber wir Licht machen, ne? So, da haben wir schon mehr einbauen, wenn die nächsten drei vorne weg. Lang, aber da hat den Blick. Das dicke Teil fängt viel Geld ein, schmale Teil, das ist krumm, halt dann weniger. Ich kann es nicht so brauchen. Was ist besser vielleicht? Haben wir noch 2, noch 3, mal sehen, wo wir schaffen. Ab 10 Uhr wird ja noch ein Teil vorgespult. Sagen wir, wir sind vorankommen in der Zeit. Wir haben einen Kredit mit dem Zugteil. Hier haben wir keine. So, Darlehen. Zahlen wir zurück, zahlen wir weniger Zinsen. Da hatten wir mal ungefähr 5 war. Was anderes. So, jetzt gehen wir mal auf 60. Scharfe Kurve genommen. Ja, 10 Minuten. Etwas ungewohnt für mich, weil kenne ich es auch nicht. Aber gut. Man gewöhnt an alles. Auch an die Stelle Führweise mit dem Vorlauf.
bevor die Fehler auftauchen wieder. Wird ja düster jetzt hier in 23. Hier gerade auf keine Einnahmen kommen. Aber da habe ich davor, gleich nach der Ernte, Gras aufzusehen. Entweder es klappt zum Frühjahr oder nochmal im Herbst, eine Spitze machen. Einige hunderttausend Liter Holz. Wenn wir noch Saatgut verdienen und das Dünger. Wenn wir nach und nach die Schulterzahl bekommen. Ja, wir sind anders kurz mit Fischkosten, Fischkosten, ein bisschen weniger. Das geht. Und der meldet Regen an, das ist typisch. Aber die Ernte dürfen noch nicht so weit sein. Aber schauen wir nach, was er wird. Um 6 Uhr gehen wir wieder auf normale Geschwindigkeit, auf 5. Und wenn das wirklich stressig wird, auf 1. Wir wollen ja was schaffen und nichts verpassen. Ne? Also, was wir nicht schaffen können. Wir wollen die Geschwindigkeit anpassen. So einen mobilen Wagen aufstellen mit Lichtern. Der auch eine Möglichkeit. So ein Generator mit Licht. Mitte Sommer. Also rein zum Mitte Juli, Anfang August. In der Zeit ist die Getreideernte eigentlich voll im Gange. Aber wenn alles klappt, werden wir nicht versuchen, noch ein gutes Jahr nachdem wir den Gras geändert haben, Getreide auszusehen und Raps. Schauen wir, was der Fruchtplan von kriegt. Was sagt die Wettervorhersage für Seasons? Ja, interessant ist noch keine. Gut, von daher wollen kann ich kaum. Die Preise sind auch im Keller, kann man sagen. Nachdem wir Gras gemacht haben, steht an Hafer, Weizen, Gerste, Mais. So, wenn wir Gras gemacht haben. Dann haben wir wieder Grasen. Mal schauen. Da muss ich erst testen, ob überhaupt geht. Ob das überhaupt machbar ist, dass ich doch voll oder Gras. Die
gut sein. Okay, passt. Könnte man ja schauen bei Sonnenblut, ob man einen bilden kann. Aber muss man erstmal hell sein. Ah, wird ja bald hell, ne? Da stehen noch 1, 2, 3, 4, 9, glaube ich. Schifft aber kräftig. Wahnsinn. Kriegt unsere Pflanze richtig Wasser. Jetzt wird hell. Jetzt können wir wieder auf normal gehen. Auf 5. Und weiter um kümmern im Finger. Feuer. Sonnenblumen. Also die Zeiten, wo wir schnell durch Sport fuhren, unterscheiden sich zwischen Sommer und Winter. Im Sommer werden wir entsprechend ist hier ein bisschen schwierig hier im großen Feld. Da überlege ich mir mal, ob ich das ein bisschen runterstellen könnte. Bisschen düngen, ne? Sieht ganz gut aus. Jups, das geht Düngung. Dann haben wir unsere Felder auch alle gedüngt nachher. Während für den Auftrag auffällig ist. Wir brauchen ungefähr fast Stunde. 3 Folgen. Werden wir uns überlegen, das nächste Mal zweimal hin zu arbeiten, dann muss ich noch einen gleichen haben. Das können wir aktuell nicht erlauben. Nicht leisten, aber so. Weil es ist 53 und ich recht hoch rechne, mal 5. Ja, gut. Schafft ja die Folge noch. So, und die anderen Felder sind die aus, von der Reifegrad her. Im Wachstum, also dunkelgrün ist das schon. Das heißt, könnte spätsommerreif sein. Mal gucken hier, was alles innen drin auch eingesät haben. Also Zahner Gerste, Weizen, Raps, also drei Früchte. 1, 2, 3, 4. 4 insgesamt. Gehen wir zurück unseren Holzernte. Beziehungsweise ja. Nehmen den letzten Ball weg. Rutscht jetzt so weg oder was? Das habe ich auch noch einmal gesehen, auf dem Berg hier, auf dem Marsch, dass er dann genügend Probleme hatte bei Regen. Aber da habe ich noch nichts zu gelesen. Ja, das wäre sehr realitätsnah, ne?
Dann müssen wir ein bisschen Holz machen. Beziehungsweise letzten Bäume hier fällen. Dann haben wir den Wald auch geschafft. Hier haben wir unten Notfall mit dem Radlader hier die Bäume unterschieden. Der Lebensgefahr. Aber das ist ein Ding, was der LKW kriegt. Ich wollte noch schauen, wenn Regen wird davor. Wie ist die Wetter? Wie lange soll der Regen jetzt kommen? Oh. Heute 6, 9, 12 Uhr. Knapp Tag. Aber das passt. Das passt zur Ernte. Dann haben wir 2 Tage Zeit zur Ernte und dann auch wieder Regen. Das passt. Bis zum Krieg kommt. Keine Dürregefahr. Also zum Trocknen wäre hier ganz gut. Recht windig haben wir es auch. Und dann bin ich im Wald. Oh Mann. Hier wäre leichtsinnig. Na ja, gut, ist ja eh ein Spiel, ne? Kann nichts passieren. Alles gut. Sonne geht auf. Großer. Ja. Sonne und Regen, ne? Also gut. Eins steht fest. Heu machen geht heute nicht. Wenn wir rein theoretisch morgen ernten können, das wäre Sommerende. Und dann mit der Aussaat beginnen Radgras. Heute morgen. Könnten wir halt theoretisch am Herbst einmal schneiden. Dann weiß ich aber nicht genau, ob das ein bisschen früher so wächst, wie ich das denke. Das muss man halt rausfinden. Das muss man halt testen, sowas. Normalerweise wächst Gras ja immer nach. Genauso gut, als wenn es jetzt zum Beispiel frisch aussehen würde. Eher wächst sogar noch besser, weil das Wurzelwerk vorhanden ist. So, was haben wir noch? 1, 2, 3. Und leider haben wir nur noch Holz zu machen aktuell. Die Brücke machen geht auch nicht. Geht auch noch alleine. Aber die Erde beginnt ja auch. Also heute Holz verkaufen, wenn Dünger fertig ist, dann muss ich ein bisschen an die Grafik füllen, ein bisschen reduzieren, weil das mir auch ein bisschen ruckelt. Ja, das ist ein schön, in der Ansicht hier, ne? Letzten 2 Bäume. Dann haben wir den ganzen Wald hier gemacht. Okay. Also wenn eine neue Karte kommt, da habe ich gesehen, dass mein Lager, meine beiden Hallen sind dann schon da neue Gebäude. Also das wird wahrscheinlich so kommen, wenn es kommt, was ich gerne zusammenrechnen werde, komplett. Die Gelder gut schreiben werde hinterher und dann mal anfangen werde. Und dann alles entsprechend mal kaufen werde. Von Gerätschaften bis hin zu den Feldern, ne? Einzig Blöde ist dabei. Dass dann, zum Beispiel kein Gras drin wäre. Wie er jetzt ungefähr einplanen werde, die Fruchtfolge dann Anführungszeichen auch sinnlos wäre.
Weil ja die meisten vielleicht noch sowieso warten, außer vielleicht jetzt überhaupt mal Mais. Aber dann interniere ich halt, dann werde ich das Geld umschreiben und dann werde ich mir entsprechend so gestalten, wie Umzug. Auf jeden Fall wäre es heute ein Hof. Kurzer Blick nochmal riskieren. Also aktuell sehe ich keine Bäume mehr. Haben wir das da oben und da nochmal nichts bekommen. Ja, ist keiner mehr da. Können wir mit dem Lenkrad fahren? Außer die die Laubbäume sind nichts mehr da. Ja, dann können wir aufmachen. Stellen wir mal mit dem Hof. Ja, unser Tieflader ist hier. Ach so. Dann können wir den ja auch in Tieflader fahren, ne? Obwohl das Blödsinn, das ist ja eher etwas da. Ich meine, guter Regen kommt zur richtigen Zeit, ne? Also wenn jetzt hier ohne Bäumchen, wenn jetzt zum Beispiel jetzt Ernte wäre, das wäre ganz schlecht. Könnten wir gar nicht. Bei Regen geht nichts. Und das auch gut so, dass es geht, wäre wenigstens auch gehört zu haben. Ja, da hätten wir den Hof komplett umgestalten müssen. Nee. Dann überlege ich mir auch, ob wir den alten Lager nehmen werden. Oder ob wir uns wieder ein altes hinbauen. Weiß ich noch nicht. Aber die Gelder uns gut schreiben. Wir haben es auf jeden Fall fest. So, das stellen wir hier nehmen. Schraubenmast, ne? Äußerst leichtsinnig, runterfahren. Naja, hoch ist gut. Solange wir drin bleiben. Häuschen, es wird nichts. Licht aus. So. Jetzt geht's. Kontrolle auf der Karte. Unser Düngersteuer unterwegs. Das ist ganz gut aus. Alle Felder 100%. Unkraut ist nicht der Rede wert. Wegen dem werden wir nicht losfahren. Das Geld sparen wir uns. Was haben wir denn noch im Lager? Ein bisschen Gerste haben wir noch. Bleiben wir nicht so hier. Was ist das für Zeug? Ich glaube, packt uns so, glaube ich. Und sie auch nicht. So. Gülle haben wir auch nicht. So, gut, dann haben wir zum LKW laufen. Ja, das Gras würde sich noch rentieren, aber wie gesagt, das Problem ist, wir müssten extra Geräte kaufen oder mieten. Und da wäre der Aufwand nicht wert. Weil ich will versuchen, die Felder mit Gras auszusehen. Dass wir im Frühjahr mähen können oder im Herbst immer mähen können, aber ja, gut. LKW überhaupt. Oder ist der etwa. Oder wird er nicht gesehen? Ah, der wird da sein. Hinter dem Busch. Wollte ich sagen, wieder hergefahren. Ja, liebe Zuschauer, dann ist die Folge jetzt Ende. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Füße auf die Gewinkel. Ciao, ciao. Mal sehen wir uns dann morgen wieder, ne? Oder morgen Sonntag, ne? Bis dann. Ciao. Tschüss.